Tell me why ain't nothing but a heartache. Tell me why ain't nothing but a mistake. Tell me why. Moin Mädels, moin Jungs, herzlich willkommen zurück zu neuen. Ey, das Spiel macht mich crazy, was soll ich sagen? Ich setz mich jede Woche hin und denk mir so, no way. Not again this shit. Bus Simulator geht weiter, bis die Kotze sauer schmeckt. Wir sind weitergekommen. Wir haben das neue Gebiet. Und jetzt labert er mich wieder voll mit, oh, ist so geil, ist so klasse. Okay, er labert mich doch nicht voll. Geil. Aber wir haben ein neues Gebiet. Und wir haben neue Aufgaben. Ich mag Züge. I like trains. So. Nutze Fahrer, um auf einer Strecke mit maximal 8 Haltestellen Einkommen zu generieren. Das bedeutet, wir haben jetzt hier Steineck. Wo ist denn der Hauptbahnhof jetzt? So, wir müssen jetzt mal, warte mal, Schafwetter Field. Wo ist denn, wo das gewesen ist? Fahren wir so. Ende im Gelände. Das müsste klappen. Die Strecke Geiler Dorsch ist sehr geil, weil das ein geiler Dorsch ist. Wir brauchen einen neuen Bus. Wir brauchen immer mehr Busse. Bussi. Dann holen wir uns den. Jo. So, da sind wir schön wieder 77.000 im Minus. Das macht aber nichts, weil ich habe am 7.7. Geburtstag. Geil. Wir können die alle noch bearbeiten und so. Ich weiß, es kostet aber auch Geld. Wir haben das nicht. Sehr geil. Wir haben jetzt hier schon einige Angestellte, ne? Die Aller Ultras GmbH, ne? Bewirb auch du dich bei der Aller Ultras GmbH, indem du mir auf Instagram ein Bewerbungsvideo schickst oder so. Also eigentlich will ich nur, dass ihr mir auf Instagram und Twitter folgt. Aber und dass das Scheiße mit den Katzenfotos aufhört. Aber naja, ist auch egal. Den haben wir zugewiesen. Dann gehen wir jetzt in den geilen Dorsch rein. Denn wir müssen die Strecke einmal fahren, bevor wir jemanden zuordnen können. Das habe ich gelernt. In meinem Kopf drin. Na, übrigens habe ich auch passend, so wie jeder guter Busfahrer das macht, eine kurze Hose an, Alter! Sonnig und regnerisch. Hä? Wir geben Rainbow oder was? Naja, ist ja Breitmanf, ne? Das Gute daran ist das Gute darin. Das hat meine Oma schon immer gesagt. Ich habe übrigens gehört, das habe ich bei Nordrhein TV Play gesehen. Grüße gehen raus. Da gucke ich immer Videos, bevor ich mir hier so einen Simulator kaufe. Naja, dass man auf der Minimap angeblich sieht, wo sie eigene Busse hier rumfahren. Also von meiner Company, von der Aller Ultras GmbH. So. Und ja. Warum ist das Tor zu? Jede Katze, die mir heute gezeigt wird, die werde ich auffressen, du. Die werde ich schön grillen, filetieren. Warte mal, erst filetieren, dann grillen, dann verputzen, Digga. Woll, ach. So, dann abfahren. Nee, warte mal, ignition. Es gibt ja scheinbar bei den Bussen, diese Busse. Da muss man dreimal ignition drücken. Man muss dreimal drehen. Das wurde mir beim Bussimulator 2016 auch schon gesagt. Im Tutorial. Warum, frage ich mich da, ne? Schlauch nach rechts, Schlauch nach links. Nach oben und nach unten. Schlauch nach vorn, Schlauch zurück. Wir löschen jeden Funken. Kleiner Pro-Tipp vom Busfahrer, wenn ihr keinen Bock habt, dass eure Fahrgäste euch nicht vollquatschen, du. Scheiße! Schon jetzt Ärger hier oder was? Was ist hier los? Warum bleibt ihr denn stehen? Meine Fresse! Was ich sagen wollte. Wenn ihr keinen Bock habt, dass eure Fahrgäste euch vollquatschen, ja, dann lasst einfach keine Fahrgäste rein. Ganz einfache Rechnung. Ihr müsst ja aber mal euren Kopf im Gehirn benutzen. Weißt du, wie ich meine? Ehre in meinem Arsch drin. Ehre in deinem Arsch drin. Ehre in meinem Arsch drin. Wow, wow, wow. Ehre in meinem Arsch drin. Seid ihr eigentlich Leute, wenn ihr im Auto fahrt, dass ihr da auch mal mitsingt, wenn da Mucke im Radio läuft? Ich schon. Oh shit, in my ass. Ich hätte hier rausgemusst. Da drehen wir noch eine Runde. Ah, oh, geblinkt beim geradeausfahren? Blödsinn. Scheiß Blinker aus. Kennt ihr das? Ihr habt das alle schon mal gehabt. Ihr habt das alle schon mal gehabt. Bus oder Bahn steht da. Tür ist auf. Kurz bevor ihr ankommt, Tür zu. Und ihr denkt euch nur, du Kleiner. So. Oh, da fährt ein Zug vorbei. Mach hoch die Schranke. Zeitverlust. Ich hab doch gewartet. Ey, nee. Tu das Not, dass das jetzt schon so teuer ist, oder was? Der allerbesteste Busfahrer kommt jetzt hier in die Bucht geheizt, du. So. Stopp.
Und ausgerechnet heute vergesse ich meinen Schirm. Und ich höre es bald auf zu regnen. Haben wir auch eine Busanbindung. Ja, Mann. Kurze Frage. Habt ihr eine Fahrkarte dabei? Und warum seid ihr nicht angeschnallt? Es geht hier um Sicherheit im Verkehr. Verstehst du das? Leg das Handy weg! Leg das Handy weg! Da ihr scheinbar alle zum Thema Sicherheit im Verkehr nicht gut gebrieft wurdet, hier eine kleine Anmerkung. Film ab. Alarm! Alarm! So, Freunde, wir unterbrechen die wilde Fahrt für eine Eilmeldung. Für den sicheren Verkehr im Internet habe ich nämlich genau das Richtige für euch. Ihr wolltet dem Kalle Kuschinski schon immer ein Katzenbild schicken, aber er soll euren Standort nicht rausfinden. NordVPN. Denn dann könnt ihr nämlich euren Standort verschlüsseln. Ist unnormal astreine Sache. Da könnt ihr die Mouncy-Bilder so richtig tickern lassen. Weißt du, so flapp, 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 da kommen sie alle durch. Und er findet euch nicht. NordVPN macht's möglich. Oder anderes astreines Beispiel, seid ihr alle Gamer? Ihr seid doch alle Gamer, oder nicht? Bist du ein Gamer? Ich glaube, du bist doch ein Gamer. Ihr sagt doch mal. Ich glaube, die sind alle Gamer. Wenn du nämlich ordentlich am Daddeln bist und so denkst, ey, was ist denn hier mit meiner Leitung los? Alter, ist doch übelst gedrosselt. NordVPN wirkt dagegen, Digga. Ich sag's, wie es ist. Ja, oder so DDoS-Angriffe, ne? Wenn du schön am Stream bist. Ja, da kommen die Leute und wollen dir da dein Match versauen. Das ist mega scheiße, ich sag's dir. Aber wie ich schon gesagt habe, NordVPN sorgt einfach für den sicheren Verkehr im Internet, ne? So, da klickst du mal hier, hast einen astreinen Link. Da steht Kalle am Ende. Klickst du mal drauf in der Beschreibung. Dann nutzt du nochmal den Promocode Kalle. Da kriegst du nochmal einen saftigen Rabatt auf den ganzen Bums. Machst du am besten gleich 2 Jahre. Du musst dich länger nicht drum kümmern. Und fertig ist die Laube, ne? Dann guck mal jetzt in die Beschreibung, da kannst du das alles finden. Naja, und ansonsten gute Fahrt, ne? Und viel Spaß bei den Katzenbildern verschicken, ne? So. Kuschinski, mach weiter! So, und jetzt werden Fahrkarten kontrolliert. Hier ist die Fahrkarte. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Mouncy. So. Ich dachte, ich hätte eine gekauft. Ja, du hast auch den Regenschirm vergessen, Alter. Weißt du, wie ich meine? Es geht so nicht weiter. Direkt auf dem Abo-Button. Abo-Button, aber jetzt hack ich. Ihr seid übrigens abotechnisch ein bisschen eingepennt, ne? Wenn ihr Bussong wollt, dann knallt drauf jetzt da auf den Lörres da. Weißt du, wie ich meine? Was ist hier denn falsch? Den Stau habe ich aber nicht gebucht heute. Nein, ich bin eingeschlafen. Am besten wachst du nie wieder auf. Hey, lange nicht gesehen. Oh, hi. Ja, stimmt. Echt schön, dich zu sehen. Unangenehm, ne? Unangenehm. Raus. Ich wünsche dir was. Tschüss. Eine Fahrkarte, bitte. Klar. Danke. Endlich haben wir eine Busanbindung. Kaum zu glauben. Ja, der Kalle Kuscheiße kümmert sich um euch. Ist doch klar. Zeitlich ist das schon wieder ein absolutes Desaster. Ich weiß doch gar nicht, wie wir da immer reinkommen in die Zeitnot. Jetzt hört der Mucke. Aus die Scheiße! Oh, sorry, ich mach's leiser. Hey, so verlieren wir noch mehr Zeit. Wir haben schon keine. Ach, das war so ein schöner Tag im Schwimmbad. Du bist pisst wie aus Eimern. Was für, wie? Geh doch einfach, stell dich auf die Straße, wirst du auch feucht, nass. Halt. Oh! Da sind wir ein bisschen zu weit gepisst. Ich habe gehört, dass Opa Sonnleitner und Opa Mautner letzte Woche auf der Straße gestritten haben. Ganz kurz, warum haben die beiden Opas jetzt gestritten? Was soll das? Ey, der schneidet mich jetzt aber wirklich. Das ist jetzt aber mal wirklich gesetzeswidrig. Ihr müsst warten, bis ich vorbei pizze. Nicht andersrum, was ist das für ein Arschloch? Ich halte mich hier immer an die Regeln. Lange. Ey, jetzt muss ich hier warten. Hier muss ich raus. Ja, tschüss. Jetzt geh. Geh raus. Du sollst rausgehen. Verpiss dich endlich! Mann, ey. Zieh zu. Gib doch Stoff jetzt! Hallo, da kommt doch gar nichts! Ist der doof oder was? Der Arschkeks hat extra gewartet, bis jetzt hier die Busse. Das ist nicht dein Ernst! Der hat extra gewartet! Was für ein kleiner Wichser! Erst schneidet der mich an der Kreuzung und dann das oder was? Oh, sieh dir das an! Ist das nicht wunderschön? Was? Was ist schön? Dass ihr schon wieder einen Herzinfarkt bekommen oder was? Wir sind in der Zeit! Wir sind in der Zeit. Ich weiß nicht, wie... Ich hasse die Werbepausen im Winter der Leidenschaft. Die kommen irgendwie immer genau dann, wenn es spannend wird. Unterbrichst du mich noch einmal, dann breche ich das Genick. Raus und rein! Aber Tali! Tschüss. Entschuldigung, würden Sie noch mal die Tür öffnen? Seh zu, dass du Land gewinnt. Warte mal, diese Extrawürstchen hier. Endlich haben wir auch eine Busanbindung. Ah, endlich haben wir auch eine Busanbindung. Es reicht, wenn du es einmal sagst, du Dödel. Oh nein, ich hab sie vergessen. Ey, dann einmal Vertrauen in die Menschheit und dann haben sie nicht abonniert. Ich kotze. Ich kotze. So wird das nichts mit dem Song. Hier ist die Fahrkarte. Oh, und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Mouncy. Du alte Schabracke! So, lass mich vorbei, lass mich vorbei. Yo, 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 yo.
Ich hab's eilig, sorry. Willst du rein? Oder willst du nicht rein? Willst du rein? Oder nicht rein? Komm rein, komm. Komm rein, komm. Nein! Ach, scheiße. Naja, naja, wir machen 30k. Wir waren 77k in Minus. Und mal sehen, was die anderen geleistet haben. Wir haben das halbe Level haben wir gemacht. Zack! For 20, Digga. Gut. Das war's für diese Woche. Wir schauen uns das nächste Mal wieder an, wie es hier weitergeht. Wir sind schon in Woche 30. Seit 30. Das ist meine 30. Fahrt. Meine 30. Fahrt!